Ja, die soziale Marktwirtschaft scheitert an ihren nicht bewussten, unsichtbaren Paradoxien. Ja, die Tatsache, dass Sie als Mensch gar nicht mitkriegen, wie die soziale Marktwirtschaft mit ihren unsichtbaren und nicht bewussten Paradoxien ihr Leben zerstört, ändert nichts daran, dass sie es tut. Ja? Also das heißt, die Tatsache, dass sie es nicht sehen, das ändert nichts daran. Und ich lese jetzt mal von der Homepage den entsprechenden neuen Artikel vor. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich in dem Fenster einigermaßen drin bin. Oh ja, so können Sie sogar ein bisschen was sehen. Die soziale Marktwirtschaft, das ist also jetzt der erste Artikel auf der Weltrat-Homepage nextscientistsforfuture.de. Die soziale Marktwirtschaft mit ihren unsichtbaren und nicht bewussten Paradoxien ersetzen durch die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Kombination, GWÖ, GWO, Kombi, Fragezeichen. Die soziale Marktwirtschaft, ja, wäre eine ideale Wirtschaftsform, wenn Menschen so einfach funktionieren würden. Auftrag an Arbeitsamtmitarbeiter, bringe Menschen in Arbeit. Oder an Supermarktleiter, ernähre die Menschen gesund. Und das tatsächliche Handeln dann dem entsprechen würde. Aber leider sind Menschen ganz, ganz anders. Sie können sich irren. Errare humanum est. Irren ist menschlich, sagt der alte Lateiner. Wenn Irrtümer die Arbeitssuchende eher demotivieren als motivieren, entstehen in den Köpfen irgendwie der Arbeitsamtmitarbeiter, kommt es zu versteckten Belohnungen. Aufsteigen, Karriere machen, kann man nur in wachsenden Organisationen, zum Beispiel aufgrund von mehr Langzeitarbeitslosen. Also Irrtümer, ohne die, also durch die der Arbeitsamtmitarbeiter gar nicht merkt, dass er, ohne dass es ihm bewusst ist, auf ja letztendlich Erzeugung von mehr Langzeitarbeitslosen hinwirkt. Diese Irrtümer sind quasi das zerstörerische Element in der Marktwirtschaft. Also das, was wir in der Wissenschaft, wir haben die Gene und wir haben die Meme und dann haben wir die parasitären Meme und das übersetze ich ja der Einfachheit halber mit vorteilbringenden Irrtümern. Und diese VIs, vorteilbringenden Irrtümer, sind quasi das Gift, das in der sozialen Marktwirtschaft alles zerstört. Ja, und deswegen, ich lese mal weiter. Und die größten Gewinne kann man nur machen, wenn man als Supermarktleiter erstens sich irrt und Chemie, Labor, billigst Nahrungsprodukte für unproblematisch hält. Und zweitens, wenn sich Irrtümer ausbreiten, die süchtig machende Nahrungsbestandteile für unproblematisch halten. Und drittens, wenn sich Irrtümer entwickeln, die eine Lebensglück raubende, wo ist es, das bin ich jetzt zu weit, eine Lebensglück raubende manipulative Wirkung auf die Massen haben, wodurch sich esssüchtiges, kauf- und konsumsüchtiges Verhalten im Sinne eines Ersatzbefriedigungsversuches ausbreitet. Ja, also, krankmachende Nahrung für harmlos halten, suchterzeugende Nahrungsbestandteile für harmlos halten, ein Weltbild entwickeln und dann über die eigenen
Beeinflussungsmöglichkeiten dieses Weltbild nach außen transportieren, das den Menschen das Lebensglück raubt, auf das sie kauf- und konsumsüchtig werden. Das sind alles nicht bewusste Vorgänge, das sind quasi stille, leise Evolutionsprozesse und Manipulationsprozesse in der Evolution der sozialen Marktwirtschaft und die kapitalistische sozialmarktwirtschaftliche Tauschhandelsform wurde ja vor circa 400.000, 300.000 Jahren erfunden, hatte also jetzt ewig lange Zeit, vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme zu erzeugen, die uns alle, ohne dass wir es merken, so Gehirn gewaschen haben und so durchmanipuliert haben, dass wir eben gar nicht merken, wie die Marktwirtschaft unser Leben zerstört. Ja? Wir sehen nur, naja, in der Welt so gibt es durchaus einige Staaten, wo es den Leuten schlechter geht als uns und damit trösten wir uns. Aber das heißt, wir trösten uns damit, dass wir kein Leben haben, und das ist ja immerhin noch besser, weil andere noch viel weniger Leben haben. Ja? Und dadurch finden wir uns alle problemlos ab damit, dass wir kein Leben haben, weil die Marktwirtschaft erlaubt kein menschliches Leben. Sie richtet den Menschen zum Kaufen ab, sozusagen, und zerstört sein Leben, auf das er kaufen muss, ne? Und gar nicht anders kann. Ja. Also, und da es diese unsichtbaren und nicht bewussten Paradoxien in praktisch jeder der Sparten moderner Gesellschaften gibt, ist die soziale Marktwirtschaft brandgefährlich und fügt uns allen unsichtbar allergrößte Schäden zu. Dieses Grundproblem der Welt kann nur gelöst werden, indem wir erfassen, welche tatsächliche Wirkung ein Arbeitsamtmitarbeiter in seinem Bezirk entfaltet, ob der Prozentsatz der Arbeitenden nach oben klettert oder nicht, und danach seine Verdienstzuschüsse berechnen. Und indem wir erfassen, wie sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner jedes Supermarktleiters tatsächlich entwickeln und demgemäß die Verdienstzuschüsse berechnen und ausschütten. Das heißt, für den Supermarktleiter wird es dann nicht mehr maßgeblich, wie viele Einzelprodukte er verkauft, weil die größeren Summen können über die Verdienstzuschüsse, und das ist sozusagen sein Gesundheitsförderungsdienst an der Bevölkerung, an seiner Kundschaft, für den er belohnt wird als Teil des Präventivsystems Krankheitsverhinderung, und dafür kriegt er sein Hauptgeld. Und ja, und das Ganze zu machen erfordert zwar einen gewissen Aufwand, aber ohne diesen Aufwand. Ja, bei der ÖDP hat einer gesagt, ja, in der ÖDP breitet sich gerade so eine gewisse Technikfeindlichkeit aus, die natürlich dieser Berechnung der Verdienstzuschüsse anhand von Daten sozusagen eher wieder ein bisschen sich davon entfernt, ja, aber ohne diesen Aufwand muss es zur völligen Zerstörung unserer Lebensqualität bekommen, eben da auch ja die Gemeinwohlökonomiebilanz, die Gemeinwohlbilanz nicht in der Lage ist, wasserdicht zu sein. Also es geht immer um Wasserdichtigkeit, aber das kommt ja jetzt auch gleich noch. Also das erfordert also einen gewissen Aufwand, die Verdienstzuschüsse zu berechnen, auszuschütten und so weiter. Aber ohne ihn muss es zur völligen Zerstörung unserer Lebensqualität kommen,
da die unsichtbaren, nicht bewussten Paradoxien automatisch und unaufhaltsam noch viel mehr Schaden anrichten werden, als wir uns jetzt vorstellen können. Zusammenfassend kann man sagen, Wirtschaftssysteme sind schlecht. Es sei denn, sie weisen eine höchstmögliche Wasserdichtigkeit auf in Bezug auf die Evolution von Irrtümern, besonders von vorteilbringenden Irrtümern, VIs bzw. parasitären Memen. Und leider ist die Gemeinwohlbilanz der Gemeinwohlökonomie hat viele, viele Schwächen, aber auch eben die, dass sie überhaupt nicht wasserdicht ist. Ja, dass dort also immer noch die Möglichkeit besteht, dass versteckte, nicht sichtbare Schädigungen zu größeren Profiten führen können als wirkliches Gutes tun oder wirkliche Handlungen der Nächstenliebe gegenüber den Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern. Ne? Und deswegen gilt leider der Satz, dass die GWÖ-GWO-Kombi ist das erste Wirtschaftssystem, das hochgradig wasserdicht ist und Vorteilsnahmen, also auch nicht bewusste Vorteilsmitnahmen durch vorteilbringende Irrtümer erstmals nicht mehr zulässt. Die GWÖ-GWO-Kombi empfiehlt Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden zu erfassen, um demgemäß alle Belohnungen, zum Beispiel eben die Verdienstzuschüsse, an alles Arbeitende zu gestalten. Das können aber auch Karrieremöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten und andere Dinge sein. Denken wir nur ans Arbeitsamt und so weiter. Wie viel man den Menschen Gutes tut, wird also anhand von harten, zuverlässigen Zahlen erfasst und Marktführer bleibt. Wer zum Beispiel seinen Supermarkt optimal als Gesundheitsanregungsmarkt, eventuell mit hell leuchtenden roten, gelben, grünen Ampeln und Ernährungsberaterin mit Sitzbänken und so weiter umgestaltet oder als Hausarzt, Gesundheitsgemeinschaft, das bewiesenermaßen wirksamste, kostenlose, gesundheitsförderliche, präventivmedizinische Freizeit- und Wochenendkurs- und Veranstaltungsangebot realisiert. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt, ja, so, die Tatsache, dass Sie als Mensch die Schädigung nicht sehen können, die die Marktwirtschaft mit ihnen anstellt und angestellt hat, dass sie von Kindheit an ihr Leben zerstört hat, das bedeutet nicht, dass das nicht existent wäre, sondern sie sehen es einfach nur nicht. Ne? Und das hat ja der Weltrat aufgedeckt, die Weltspitze der Psychobiologie, Evolutionspsychologie sieht das jetzt ja ganz klar, dass dem halt so ist. Ja, tschüssi Sophie für diese Sendung.